wenn es dann wirklich rundum herum in Europa sehr heiß sein wird und wir trotzdem in den Alpen eigentlich noch die kühle Sommerfrische anbieten können, ich glaube, dann wird es auch eine Attraktivität für Nahmarktgäste und vielleicht am Ende dann auch sogar für Fernmarktgäste. Eine Familie, die kleine Kinder hat, braucht eigentlich einen Flecken Schnee und die Kinder sind zufrieden. Und das müssen sie viel weiterfahren, wenn sie Skifahren lernen wollen. Von daher versucht man schon, möglichst für viele mit verschiedenen Produkten, also sich zu diversifizieren, hat man Langlaufloipen und Winterwanderwege, versucht Seilparks halt auch im Winter zu öffnen. Sommertourismus ist sehr wichtig, das haben wir vor 30 Jahren schon erkannt. Wir machen bereits jetzt 60% vom Umsatz im Sommer und den Rest im Winter.